Hallo, liebe Caroline, schönen Advent wünsche ich dir. Pass mal auf. Ich kann für die SPD schon mal gar nichts. Und dass sie alle so versessen darauf sind, irgendwie über Spendengelder Menschen irgendwie wegzuräumen, dafür kann ich leider auch nichts. Ich kann aber auch nichts für diese Löcher in der Wand und ich kann auch nichts für diesen Standort hier. Ich wurde über das Bezirksamt quasi hierher verfrachtet, weil angeblich keine andere Wohnung frei war. So, weil damals liefen wir über Zeitmietverträge, nachdem wir bei Kuhlmann aus dem Keller draußen waren. Und das hatte auch leider nichts, gar nichts mit meinem BDSM-Kanal oder sonst was zu tun, sondern eigentlich nur mit so einer Wiederholung. Und es ist leider wahr. Die Therapiehilfen wurden damals gefördert und in diesen Positionen saßen Abgeordnete, die im Hamburger Senat tätig waren, tätig sind oder irgendwo über irgendwelche Initiativen tätig bleiben. Nun bin ich aber schon lange drogenfrei und das hat ihm wahrscheinlich nicht so ganz gepasst. Beziehungsweise ich hatte immer mal einen Rückfall. So, das stimmt auch. Aber ich habe definitiv keinen Bock auf diese Scheißerpressung von irgendwelchen Politikern, die mir Jahre in den Rücken gefallen sind. So viel zu diesem ganzen Politikum. Es geht mir so dermaßen auf die Nerven, denn der ganze Bezirk hier ist ein Neubaugebiet. Und das ist leider nicht von der Hand zu weisen und die Häuser sind leider einsturzgefährdet. Kann ich nichts für, kann ich nichts machen. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte einfach definitiv keinen Bock auf diesen ganzen Unterjubler, dass mir Menschen irgendetwas unterjubeln, was einfach definitiv nicht stimmt. So, das ist, es hängt von diesen ganzen Initiativen ab. Andi und ich, also mein Ex-Freund, nicht an die Grote, sondern ne, Andreas, nennen wir ihn jetzt mal Andreas. Der hatte damals damit so eigentlich auch nichts zu tun. Und ich finde es frech, dass dann irgendwelche Medien oder irgendwelche Superstars daherkommen und der Meinung sind, das geht aber so nicht, das geht aber so nicht, das geht aber so nicht. Während ich sage, ja, pass mal auf, 10 Jahre, ne, ist die Lage hier vor Ort, an diesem Standort bekannt. Und trotzdem lassen sie ihre Kinder an diesem Strommast kleben, ja, wo ich sage irgendwie, ey, das ist doch unsinnig, es ist doch schon wie eine Erpressung. Also funktioniert das System ja. Also leben wir ständig in diesem Hochrisikogebiet, was völlig anstrengend ist. Und zudem, was dazu kommt, von der Zeit her, wie nach 1945. Und das war so gewollt für ihre Initiativen, für ihre Stiftungen, für irgendwelche Fonds. Wobei ich mich frage, wo ist denn das Geld? Also bei mir kam ja nie was an. Ich lebe ja immer noch vom Sozialamt, seltsamerweise. Wo aber Gelder geflossen sind. Müssen ja. So, und dann kommen so eine Stars an wie hier Silbermond, bla 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 bla. Wenn du die Lieder mal verfolgst, dann weißt du ungefähr, wie sie irgendwie hier abgegangen sind. Und zu den Sterbehilfen habe ich dir das, glaube ich, gesagt und geschrieben. Und das stimmt leider. Deswegen lebe ich hier eigentlich völlig verkehrt. Weil was nützt mir das denn, dass die irgendwie versuchen, Haustürschlüssel abzujagen, Leute reinzulassen, damit sie sich in mein Bett legen können. Und da habe ich die Märchenstraße und die Geisteswissenschaften eigentlich auch definitiv satt. Und das ist ja auch mein gutes Recht, das zu sagen, oder nicht? Die lernen tatsächlich so. Das ist die Wahrheit. Sie lernen tatsächlich so. Und weil ihnen das ja nicht reicht,
werden dann wieder neue Untersuchungsausschüsse beantragt. Und da ihnen das auch noch nicht reicht, da kommen wir dann zum nächsten Ding irgendwie, werden wieder neue Studenten angesetzt. Aber andere gehen mit unseren Bildern irgendwie hausieren und spazieren und versuchen irgendwie so ein illegales Vermittlungsbüro draus zu stricken. Sag mal, geht's noch? Also, na hier. So, ne, aber Hauptsache, sie gehen alle demonstrieren und die Masse marschiert und. Völlig unnötig. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Aber welche Rechtschreibfehler im System dann bitte? Oder welche Kennnummern? Oder welche Steuernummern? Oder, ne? Ist leider wahr. Ich hab immer versucht, alles zu beantragen und wurde aber abgewiegelt aufgrund von irgendwelchen Wahlverzeichnissen. Ich bin ja über einen Volksentscheid auch noch bestimmt worden. Das lief dann auch noch über einen Volksentscheid. Und tut mir leid, ich hatte auch definitiv keine Lust, irgendwie hier ein Kind zu bekommen unter solchen Prämissen. So, damit das jetzt mal die anderen in ihren Schädel kriegen. Nein, ich will von dir nicht schwanger werden, du Sau. Verstehst du? So, und das war nämlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Das ist mir egal, ob ich euch jetzt das Herz breche und alle wieder irgendwie, ne, Gott sei Dank ja nicht, gibt ja genug Frauen, die ihr dumm anmachen könnt, so. Und dann hat sich das Thema für mich. Verstehst du, Caroline? Die rennen wirklich so rum. Für die ist der Frieden die heile Familienwelt. Warum ich jetzt über ein Familiengesetz abgehandelt wurde, mit irgendwelchen Gutachtern, wobei das Gutachten ja irgendwie teilrichtig ist. Ich meine, welche Omikron-Firma denn? Also da geht es doch nicht um einen Virus, sondern es geht um eine Firma. Und ich bin doch nicht diejenige, die irgendwelche Firmen zerstört. Muss mal nachgucken, was das für eine Firma ist. Da geht es doch nicht, da geht es um medizintechnische Belange, da geht es um Nuklearwissenschaften, da geht es um all sowas, um Krebstherapien. Seltsamerweise, wo sie ja vorher die Abflüsse noch verstopft haben, bevor ich hier überhaupt eingezogen bin. Und dann pissen sie einen in die Wohnung und dann wäscht man seine Wäsche und dann war's. Und dann Feierabend. Das war dann so die Blutwäscheeinheit, weißt du? Das war hochgradig kriminell, was sie hier jahrelang gemacht haben. Tut mir leid, wenn ich dir das so sag, aber da war Hänsel und Gretel leider nicht mehr irgendwie in meinem Hinterkopf, verstehst du? Oder so. Wirklich, es macht mich aggressiv. Wir haben wirklich genug Probleme hier. Es ist alles Neubaugebiet. Neubaugebiet und ja, keine Ahnung, kein normaler, also wirklich, da sind mir die Ideale auch egal, weißt du? Also, ne, in jeder Grundschule kriegst du noch ein Lineal geschenkt, so, weißt du? Also die Ideale sind mir egal, wenn sie immer von einem Status von 1933 bis 1945 reden oder leben müssen, wenn man bedenkt, dass diese Stromleitung über die Dächer gehen, so würde heutzutage nie gebaut werden. Das würde kein Architekt heutzutage mehr zulassen. So, das war jetzt erstmal, und ansonsten ist mir die SPD, geht mir gerade irgendwie schnurzwurz am Arsch vorbei. Genauso wie die CDU und genauso wie die anderen. Weil sie schenken es ja nicht. Weißt du?
Ist so ein bisschen irgendwie, da werden meine Kanäle einfach mit abgewickelt. Auch wenn man so ein bisschen vorausguckt. Und ansonsten wird es halt als Lüge deklariert. Also mein Leben wurde als Lüge deklariert und dann ist er auch gut. So, und ansonsten rede ich da irgendwie nicht mehr drüber. Du kannst dir ja gerne mal Gedanken machen über diesen ganzen Tiermarkt. Dient eigentlich auch immer nur einer Klasse und deswegen hatte ich das nämlich irgendwie auch satt. So, jetzt habe ich mal wieder geschrien und es tut mir auch leid und weiß ich nicht. Sie gehen dann demonstrieren und zeigen dann da irgendwie in Hamburg heute da diese Luftballons mit den Herzen, Alter. Ja, welche Gasherzen denn, ne? Überlegt mal. Also, beim besten Willen, weißt du, so, guck mal, das mit den Schulen, dass die in sanierungsbedürftigem Zustand sind, ja, das war doch schon 2013, glaube ich, 2012, 2013 Thema. Auch auf meinem Kanal mit anderen und kannst du vergessen, ehrlich. Guck mal, wir haben 2021, was tun sie denn? Nichts. Aber erwarten immer, dass dann irgendwie man eine Verantwortung tragen soll und dann frage ich mich, für was? Weißt du? Man das zig Jahre durch hat, so, ja. Und dann wird man mit Medikamenten irgendwie abgeknallt, ja. Ich bin gar nicht mehr in Behandlung, deswegen frage ich mich, wo der Scheiß immer herkommt. Und ja, also ich habe kein Schweigegeld in Kirchen gezahlt und ich bin auch nicht gewillt, irgendwie mich auf solche Thematiken noch einzulassen, nur wegen fragwürdigen Geschäftsmodellen, wo ich dann sage, naja, also wenn ein Fonds auf meinen Namen eingerichtet wurde oder einfach ein Rechtschreibfehler begangen wurde, wie Schürmann, ja, dann muss man sich halt mal fragen, ob das denn so legitim war. Kam ja nicht von mir. Weißt du? So, das war jetzt das Thema mit dem Geld, weil ansonsten bin ich natürlich irgendwie immer noch teils, also man kommt sich so vor wie so ein Hausbesetzer, obwohl ich gar keiner bin. Und ich kann ja auch nur irgendwie die Risse wegmachen, bis der nächste mit der Bohrmaschine kommt und der Meinung ist, er müsse da nochmal einen reinknallen. Oder eine Gasflasche aufs Dach stellen. Oder. So, und ansonsten bin ich für die anderen Sachen gar nicht zuständig. So ist das. Ja, das war es jetzt erstmal irgendwie, weißt du, so, weil irgendwie ich finde ich finde das nicht so gewährleistet. Natürlich habe ich mich mit Rechtswissenschaften befasst. Geht ja um meine Ausfertigung meines Wissens, sagen wir es mal so. Und ich habe auch keine Lust, mir von homogenen oder von heterogenen mich disqualifizieren zu lassen aufgrund einer normalen bisexuellen Verhaltensstruktur, dann irgendwie noch von Gendern oder von Transen oder von Großfamilienclans oder sonst was zu reden. Das ist, weiß ich nicht. Das kann ja alles möglich sein, dass sie so ticken, aber deswegen muss ich ja nicht so ticken. Und das Recht habe ich halt auch. Weißt du, das lief ja ganz viel über die Medien, weil normalerweise verstehe ich mich mit Menschen, wenn es nicht immer um Sexualität geht.
Ja, das war jetzt mal dazu. Also, keine Ahnung, ey. Ich finde es halt nicht schön, so zu leben. Die meisten haben hier nichts mehr in dem Sinne. Die Garage wird nur noch für Sperrmüll benutzt, weißt du? Eigentlich müsste das traurig machen. Die Leute ziehen hier ein und werden eigentlich fast wieder rausgebombt. Das sieht man ja. Und ich habe damit definitiv nichts zu tun. Weißt du, das schürt irgendwie Hass. Ganz einfach. Wenn man irgendwie ständig von Obdachlosigkeit bedroht wird. So, so oder so. Aber ich bin auch keine Hausbesetzerin. Ich kann, weiß ich auch nicht, dann diese Hospitalisierungsgeschichten und so. Überleg mal, weißt du, in Göttingen so, dann haben sie da eine ganze Märchenstraße und so. Aber ein Schneewittchensarg ist auch eigentlich nur ein abgetrenntes Bett für Intensivstationen. Und darüber soll ich mich jetzt irgendwie mit irgendwelchen Professoren unterhalten, die ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann, aufgrund dessen, dass ja einige Gutachten schon nicht ganz richtig sind. Ne? Kann ja gar nicht sein. Weil Kodierungen bleiben ja immer gleich. Also sie klassifizieren Menschen in Parteiverhalten, in strukturelles Verhalten, in sozialem Verhalten. Ich habe gerade kein Sozialverhalten übrig. Und in Familiengeschehen und Stammbäumen und weißt du, und wenn du das den Menschen versuchst zu erklären, dass ich zum Beispiel keinen Krebs haben kann aufgrund der Vorgeschichte meiner Mutter, dann stolpert man automatisch über den Bestimmungsort, wo man dann Krebs bekommen kann. Zum Beispiel über verstopfte Abflüsse, wie ich hier angezogen bin, weil ich Wäsche gewaschen habe. Das sind so eine Richtlinien zum Beispiel. Das wird aber bestimmt von den Amtsrichtern oder von den Bezirksämtern oder so. Weil die müssen das ja so fortführen. Das kann ja nicht sein, dass eine Viola Lieschen Schümann daher kommt und behauptet, nö, eigentlich stimmt das so nicht, was ihr versucht, mir seit Jahren irgendwie aufzudrücken oder weiß zu machen. Ich bin ja auch nicht verhandelbar. Ich bin ja kein Stück Ware, was andere durch die Gegend schieben können und sagen können, hier, ey, willst du ficken, musst du zu ihr. Nee, das müsst ihr eben halt nicht. Also so ganz einfach. Weißt du? Gut, dann haben wir das jetzt erstmal für. Kannst du dir ja gern Kopf drüber machen, aber man kann sich auch den Kopf darüber zerbrechen. Es nützt nur nichts. Weißt du, solange solche Gesetzesvorgaben oder Abstimmungen oder Volksentscheide oder auch kirchliche Vorbehalte laufen, wird sich da nichts dran ändern. Weil die Wissenschaft bleibt immer gleich. Also eigentlich lernen wir alle dasselbe, nur auf unterschiedliche Art und Weise. Nur bin ich auch keine Förderschule oder so. Das ist ja das, wo die Baerbock, glaube ich, irgendwie gepunktet hat. Und naja, wenn man dann davon ausgeht, dass andere dann unter Wespennestern ziehen oder Hornissennestern in den Häusern, da wurde dann schon tatsächlich von einem dritten Weg gesprochen und dann der Verfassungsschutz dasteht und überrascht tut. Kann ich auch nur sagen, dann lügen sie auch ein Stück weit. Denn es ändert ja nichts daran, dass im Grunde genommen solche Häuser oder so ein Befall oder wie auch immer dem Wohl der Mieter beiträgt.
Ich meine, weißt du so, oder sie setzen Termiten aus, in Holzdachböden oder in Dachbalken, weißt du so, die kommen auf alles Mögliche. Deswegen bleibt die Wissenschaft immer gleich und die Märchenerzähler wahrscheinlich auch. Aber wie jetzt nun was da unbedingt zusammenhängt, ich konnte den Darwinismus nicht ab. Kannst du dir ja gerne mal Gedanken drüber machen, wenn die Leute dann irgendwie schon Schmetterlingslarven fressen und dies und das und dann nach Hause kommen und vielleicht mal drüber nachdenken, wie sie jetzt wohnen, bleibt das System leider erhalten. Also ein System, was auf Dauer nicht gesund ist, während wir hier aber von Verkehr eingeholt wurden. Also die hören ja meistens nur noch auf den Verkehrsfunk, glaube ich. Also so was die Züge angeht oder die Autobahndeckelung oder frag mich mal ehrlich, ey, Flugzeuge, so. Ja, so, dann habe ich dir das jetzt auch mal erklärt, wie das irgendwie hier ist und jetzt reicht mir das auch an Erklärung, weil ich kann weder Politiker ändern, noch kann ich dazu beitragen, dass die Situation sich verbessert, da einfach, keine Ahnung, Spendengelder dafür gar nicht eingesetzt werden, dass es diesem Standpunkt besser geht, weil sie es ja so erhalten wollen, sondern dass es eigentlich immer nur anderen besser geht. So einfach. Gut, bis dann. Tschüss.